Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Director's Cut von Death Stranding. In der letzten Folge haben wir die Wetterstation ans chirale Netzwerk angeschlossen, haben deswegen jetzt auch Wettervorhersagen auf unserem Taschencomputer, hätte ich beinahe gesagt, nein, auf unserer Taschenhandschelle. Da kann man sich jetzt dementsprechend hier durchschalten zwischen verschiedenen Ansichten, hier auch die Regenvorhersagen für die nächste Zeit sehen. Wie weit einen das bringt, bleibt noch mal abzuwarten. Aber zumindest kann man den Regen mit in seine Planung einziehen. Es gibt neue Baumöglichkeiten, es gibt bessere TCKs. Oh, Likes. Also diese Dinger, mit denen man was herstellen kann. Dann gibt es zusätzlich noch... Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo das war. Hier, Lastenschweber. Ein Lastenschweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht. Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Und da liegt genau der Haken. Chirale Kristalle habe ich, glaube ich, ein wenig vernachlässigt bisher so im Spiel und habe die großzügig an den verschiedenen Stationen ausgeschüttet. Jetzt brauchen wir sie halt auch als Treibstoff. Und für die nächste Mission werde ich auch einen brauchen. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeschwebt sozusagen. Da müssen wir nämlich hier durch sehr unwegsames Gelände, müssen sehr schwere Sachen mitnehmen, die wir, glaube ich, so, also habe ich es zumindest verstanden, so nicht durchs Gebirge tragen können. Also werde ich davon einen bauen. So, ich werde aber noch mehr bauen. Und zwar gibt es hier noch hier TCKs Level 2. Die können jetzt auch noch andere Strukturen herstellen. So, im Gesamt 1, im Besitz 0. Ich stelle mal einen her. Man kann da auch ganz tolle Sachen machen, wie Unterstände oder tatsächlich auch private Räumlichkeiten, die mit anderen Spielern zusammen genutzt werden können und, und. So, davon will ich auf jeden Fall auch mal einen haben, von TCK Typ 2. So, Ausrüstung herstellen. So, jetzt haben wir das Ding dabei, wie auch immer das gleich funktioniert. So, umladen. Jetzt lass mal gucken, jetzt habe ich den TCK. Ist das jetzt ein Typ 2, ST2? Oder sind das zwei Typ 1? Gut, sei es drum, ansonsten kann ich ja hier eh nichts mitnehmen. So, Fracht automatisch anordnen. Bestätigen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. So, Aufträge für Sam. Genau, hier wollen sie das von der Schutzhütte bauen. Ja, könnte man theoretisch machen. Komplett fertig bekommen wir die wahrscheinlich eh nicht. Obwohl, eine Schutzhütte ist wahrscheinlich jetzt nicht so ganz ein persönliches Gebäude. So, dann haben wir noch Flüssigmetallressourcen und halt die Hauptmission. Lieferung von Weizensaat an die Zeitregenbauern. So, zu liefernde Gegenstände 4. Gut, das müssen wir ja sowieso machen. So, 4 Behälter mit Weizensaat. Wo wurde mir denn? Ich habe doch irgendwo gesehen, dass ich die, dass das Zeug so schwer ist. Als nächstes besuchst du eine Zeitregenfarm. Du fragst dich bestimmt, wie das geht, weil Zeitregen lebende Organismen doch altern lässt und letztlich tötet. Aber mit kontrollierten Mengen kann man mit Zeitregen in Rekordzeit Pflanzen züchten. Wir reden nicht über die zwei- oder dreifache Menge. Mit diesem Verfahren lässt sich die Ernte mehrerer Jahre in 12 Monaten produzieren. Die Farm wird von einem Paar betrieben. Einer war ein Umweltwissenschaftler. Er hat die Stadt verlassen, um mit Zeitregen-Experimenten aus dem Wüstenboden von Leeresturzkratern Ackerland zu machen. Er hat sich auch mit Genmodifikation befasst, um Pflanzen zu erschaffen, die das schnelle Wachstum verkraften. Amelie wurde auf seine Arbeit aufmerksam, als sie und ihre Gruppe nach Westen gingen.
Ein paar Regentropfen, ein Wachstumsschub und wenn man die Wasserzufuhr im richtigen Moment unterbricht, funktioniert die Farm fast wie eine Fabrik. Dank unserer Fortschritte bei den Wettervorhersagen sollte er vorausplanen und noch mehr Nahrung produzieren können. Wir haben genmanipuliertes Getreide für ihn, das du ihm bringen musst. Verbinde den Cupid, während du dort bist. So, das machen wir auch. So, auswählen. Na, theoretisch ist die Schutzhütte hier auf dem Weg dazwischen, ne? Komm, dann nehmen wir das auch noch an. Bau einer Schutzhütte. Du machst einen tollen Job, Sam. Du hast uns geholfen, das chirale Netzwerk bis weit in die Berge auszuweiten. Aber unsere Kollegen in der Wetterstation haben es immer noch schwer. Und du weißt genauso gut wie jeder andere, wie tückisch die Straßen da oben werden können. Sie mögen jetzt vernetzt sein, aber sie brauchen weiterhin regelmäßige Versorgungslieferungen. Wir möchten, dass du in der Nähe für andere ausliefernde Boten eine Schutzhütte baust. Auf halber Höhe des Berges habe ich einen perfekt geeigneten Ort als Baugrund gekennzeichnet. Sollte da draußen doch nicht genug für unsere Zwecke sein, musst du den Rest selbst beschaffen. Gut, werden wir sehen. So, das andere lassen wir erstmal. So, dieser Auftrag erfordert transportschwerer Fracht. Es könnte sich als schwierig erweisen, ihn zu Fuß abzuschließen. Die Nutzung eines Lastenschwebers oder Fahrzeugs wird empfohlen. Ich habe ja ein Fahrzeug. Mal gucken, wie weit wir mit dem Fahrzeug kommen. So, weitere Ausrüstung ist, denke ich, erstmal nicht erforderlich. So, alles umladen. Weizensaat. Okay, da brauchen wir noch spezielle Legierungen. So, da liegt schon Zeug auf dem Boden rum. So, Fracht automatisch anordnen. Ah, warte mal, abbrechen. Habe ich denn jetzt alles dabei? Nee, es ist noch Zeug auf dem Boden. Pass mal auf, ich muss noch Zeug ins Frachtregal erstmal packen. So, die speziellen Legierungen. So, in den privaten Spind. Jetzt habe ich immer noch nicht alles dabei. Warum habe ich denn hier zwei Lastenschweber? Wahrscheinlich, weil ich einen geschenkt bekommen habe, habe ich den einen umsonst gebaut. So, der Lastenschweber. In den privaten Spind. So. Nee. Ich möchte gern hier noch Zeug automatisch anordnen. Geht das gerade nicht? Warum geht das gerade nicht? Hier, spezielle Legierung. Die will ich erstmal in den Spind packen. Ich möchte gerne das Zeug, was da auf dem Boden steht, mitnehmen. Hier, nicht mitgeführt. So, alles klar. So, automatisch anordnen. Ich hoffe, jetzt liegt nichts mehr auf dem Boden rum. Auftrag zugewiesen. Womit bin ich denn hierher gefahren? Mit so einem Trike, oder? Telefon, wie immer. Sam, anscheinend hast du nicht genug Material, um die Schutzhütte zu bauen. Nimm alles mit, was wir bereitgestellt haben. Ja, das ist mir klar, dass ich alles mitnehmen soll. Hatte ich denn kein Fahrzeug dabei? Das habe ich irgendwo stehen lassen, ne? Okay, also müssen wir den Lastenschwerer irgendwie verwenden. Zumindest
einen von den beiden. So, lass mal schauen. TCK. Wo habe ich denn den Lastenschleuder? So, da ist das Zeug. Da ist das Zeug. So, wir müssen ja irgendwie da lang. Also nochmal das Menü öffnen, Frachtmenü. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So. Kraftskelett. Habe ich die jetzt beide nicht dabei? Mensch, ich Hirsch. Jetzt beide hier gelassen. So, ich möchte gerne an meinem privaten Spind. Da ist nur ein Lastenschweber. Hä? Und einen habe ich auf dem Rücken. Sag mal, warum wurde der mir denn gerade angezeigt? Also nochmal, Fracht. Ihr habt es gesehen, ne? Auf dem Rücken. Da, Lastenschweber. Den möchte ich gerne. Ich trage ihn mal in der Hand. So, irgendwie muss ich ihn ja... Schweber befestigen. Okay. Schnellbefehl zum Platzieren. Ich kann auch auf den Schweber steigen. Okay, runter. Ach, ich kann mich damit... Wie mit einem Skateboard. Halt. Hoverboard. F abschalten. So, ich möchte gerne das Frachtmenü öffnen. So, dann möchte ich hier erstmal so spezielle Legierungen und die Weizensaat bitte auf den Lastenschweber laden. Mehr geht nicht. Auf den Schweber laden. So, viermal Weizensaat, zweimal spezielle Legierung. Da geht aber einiges drauf. Ich bin mal gespannt, wie viel von meinen chiralen Kristallen das verbraucht am Ende. So, jetzt muss ich nochmal an meinen Spind. So, ich hoffe, ich kann direkt vom Spind auf den Schweber umladen. Ein Lastenschweber auf den Lastenschweber. Ist da auch was, oder? Mehr Fracht geht nicht. Ich will nichts abladen. So, was ist mit der speziellen Legierung? Geht das? Okay. Maximum des Schwebers erreicht. Den Lastenschweber nehme ich aber auch mit. Den packe ich aber. Das geht jetzt nicht. So, auf dem Rücken. Fracht automatisch anordnen. Ha! Und jetzt können wir das erste Mal mit so einem Schwabba-Fraschweber uns auf den Weg machen. Können wir denn noch irgendwas mitnehmen? Aufträge. So, wie sieht es mit Standardaufträgen noch aus? Metalllieferung? Nee. So, Bot. Der Bot ist noch unterwegs. Okay. Das sieht ziemlich vollgeladen aus, das Ding. Okay, Sam. Begib dich zum Baumhund. Benutz Karte und Kompass, falls du den Weg vergessen hast. Ich melde mich mit weiteren Anweisungen, sobald du in der Nähe bist. So, weitere Anweisungen. So, das ist der Konstruktionsbereich, ne? So, wie war das? Irgendwie konnte ich doch hier dauerhaft das Radar einschalten. Ich habe schon wieder vergessen, wie das geht. Karte umschalten, rein, rauszoomen. Ach, keine Ahnung. Alles Gute dir. Das hab ich auch.
Packseilen kannst du Fracht an Lastenschwebern, Trucks und so weiter befestigen. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann ich das Ding auch fest losmachen, oder? Wenn es sein muss. Wacheneinschränkung aufgehoben. Wir können auch schon alles einsammeln. Na bitte. Jedenfalls werde ich jetzt nicht mehr so leichtsinnig. Chirale Kristalle weggeben. Rum. Da ist auch noch Keramik rum. Das scheint der richtige Weg zu sein. Ja. Keramik. Das ist gut. Na, wie du das sagst. Baugrund für eine Schutzhütte. Schön, du hast es geschafft. Dann lass uns diese Schutzhütte bauen. Bist du bereit, Sam? Rüste zuerst deinen TCK aus und wähle Schutzhütte. ST2. Gut, dass ich einen gebaut habe. Oder hätte ich auch so einen bekommen. Gut, ist egal. Also, TCK. Okay. Ist ausgerüstet. So, zwei gedrückt halten. So, wir bauen. Guck mal, wir haben jetzt auch einen Zeitregenunterstand. Ein einfacher Unterstand, der vor Zeitregen schützen sollte. Verbringe hier Zeit und warte 10 Minuten, bis das Wetter besser ist. Ist mit Behälter Reparaturspähe bestückt und verfügt über eine Temperaturregelungsfunktion. Nach dem Baukonstruktion auch noch aufgebessert werden. So, aber wir sollen bauen. Eine Schutzhütte. Zumindest das Fundament dafür. Zumindest das Fundament dafür. So, Schutzhüttenfundament. Dann mal los. Und dann schmeiße ich da alles an Material rein, was ich habe. Und den Rest müssen dann andere erledigen. Oder auch ich, je nachdem, ob ich da Lust und Laune dazu habe. Sam, du solltest das Material so schnell wie möglich zur Schutzhütte schaffen. So, ein unvollendetes Schutzhüttenfundament. Ruhst du dich im privaten Raum einer fertiggestellten Konstruktion? Es kann Sam sein Blutvolumen und seine Ausdauer reagieren, BBs Stress verringern und so weiter. Ach, das ist dann doch wohl eine größere Geschichte, die ich dann hier schon zur Verfügung habe. Ich dachte, das wäre wirklich nur eine Schutzhütte, aber scheinbar. So, ist das schon ein richtiger privater Raum. So. Konstruktionsmenü. Konstruktion vollenden.
So, chirale Kristalle 300. So, spezielle Legierungen. Ist das denn egal, was ich da reinschütte für Legierung? Funktion zur Änderung der Raumfarbe. Zeitregenresistenz erhöhen. Okay, da muss man auch noch aufpassen. So, spezielle Legierungen. Ja, ist genauso austariert, dass es passt. Da freut er sich aber. Und jetzt? Habe ich noch was vergessen? Ich habe doch gesagt, hier, die Legierung, alle da rein. Okay, auf geht's. Cool, was es hier alles für Möglichkeiten im Spiel gibt. Oder? Wie findet ihr es? Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Und einen Daumen nach oben da reinpacken, wenn ihr wollt. Auch nur eine optionale Mission, aber ich denke mal, was sich gut zwischendurch erledigen lässt, sollte man durchaus auch machen. Stunden würde ich jetzt nicht dafür aufwenden, aber so lernt man auch bei diesen speziellen Missionen auch ein bisschen was über das Spiel selber. Oder findet so tolle Sachen wie zuletzt Wies Gesichtsbemalung, wenn man es mal so nennen will, aus Cyberpunk 2077. Das aber freilich nur im Director's Cut von Death Stranding. Botenklasse 90. Und Telefon. Vielen Dank, Sam. Diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Aber du wirst die Ehre haben, als Erster dort zu übernachten. Dann werden wir das jetzt auch mal tun. Ob das jetzt eine günstige Stelle ist, ne? Also ich sag mal, zu rasten auf dem Weg zur Wetterstation, naja, die ist ja da direkt um die Ecke. Man hätte es anders formulieren können. In der Wetterstation kann man ja nicht übernachten, das ist sozusagen das Weather Station Hostel. Ob wir dem Ganzen auch einen Namen geben können, nennen wir es doch Bates Motel. Okay, dann warten wir noch ein bisschen, bevor wir weitergehen zu unserem eigentlichen Ziel und schauen uns hier mal den privaten Raum an. Ich nehme an, deine Arbeit wird das wird genauso aussehen wie in den Bridges-Bauten. Ruh dich ein bisschen aus. So hat die Stimme ist ja auch angesagt. Gute Nacht. So ruhig. Keine ungebetenen Gäste und nichts. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Sam, stapeln sich bei dir ungelesene Mails. Du könntest hilfreiche Tipps oder besondere Belohnungen verpassen. Lies wenigstens immer die dringenden Mails. Ja, die mit den gelben Betreffzeilen. Ja, machen wir. So, aber jetzt werden wir erstmal nach Bibi schauen. Uns frisch machen. Energy genießen und so weiter. Und dann gucken wir mal, was es hier zu lesen gibt. Hallo. Okay, Bibi geht's gut. So, ach, guck mal, hier haben wir sogar den Fragile-Sprung. Also wir könnten jetzt auch diese Schutzhütte als Schnellreisepunkt verwenden. Das ist auch nicht schlecht. Würde mich mal interessieren, ob das dann auch zu anderen Spielerhütten geht, wenn man
sie entsprechend in seinem chiralen Netzwerk mit drin hat. Ich könnte es jetzt auch einfach ausprobieren, ne? Aber so sehr interessiert es mich dann jetzt in diesem Moment doch nicht. Stehen und duschen, wie sich das gehört. Naja, wie sich das gehört, hört sich falsch an. Cool. Wie sich für ihn gehört. Und duschen. Sag mal, für den Komfort war das Material nicht verschwendet. Mal einen Gemeinschaftskasten spenden, diese EX-Granaten. Oder? Kann jemand brauchen? So, Kryptobioten. Wir können auch mal einen essen. Galant gemacht. So. Und eigentlich könnten wir auch mal wieder die tollen Klamotten hier anziehen. Wir wollen ja auch cool aussehen. Wenigstens ab und zu mal. So, auf die Kappe. So. Jetzt gucken wir nach Nachrichten und Co. So, zwei neue E-Mails und einmal neue Daten. Der Handwerker. Die Boten schlagen zurück. Hey Sam, hast du es schon gehört? Einer der Boten, die ich mit Blutgranaten ausgestattet habe, hat neulich ein GD ausgeschaltet. Und ich habe schon gedacht, es geht jetzt um die Terroristen. Gut, gut, gut so. Ein plötzliches Absinken der chiralen Dichte fiel mit seiner Meldung zusammen. Es ist also einwandfrei erwiesen, dass es dieses Drecksvieh erwischt hat. Und zwar nur dank dir und der UCA. Der Beitritt ist ein Tauschhandel. Wir opfern etwas Privatsphäre und teilen etwas Expertenwissen mit euch. Im Gegenzug passt ihr auf uns auf. Wir zahlen keinen hohen Preis, aber es hilft der Sache trotzdem. Eine Steuer, wenn wir ehrlich sind. Wir zahlen, wir werden beschützt. Aber Verträge alleine reichen nicht. So sind wir bloß Trittbettfahrer, die nicht genug aufgeben und im Gegenzug nicht genug bekommen. Und wenn man sich davor drückt, seine Steuern zu zahlen, darf man nicht überrascht sein, wenn keiner auf einen aufpasst. Quid pro quo und so. Die Informationen und Technologie, die ich von Bridges erhalten habe, ermöglichen mir vielleicht die Massenproduktion von Blutgranaten. Wenn das klappt, wer weiß. Vielleicht können wir die GDs dann ausmerzen. Unwahrscheinlich, es kommen ja immer neue dazu, weil gestorben wird immer. Jetzt zumindest noch.
Natürlich gibt es da einen Haken. Es scheint nur mit deinem Blut zu funktionieren. Versteh mich nicht falsch. Ich bitte dich nicht darum, all dein Blut herzugeben. Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass wir überhaupt so viele von dir bekommen haben. Als würdest du jedes Mal spenden, wenn du eine Pause machst. Ja, so ist es auch. Wie auch immer das Blut dann von da zu euch kommt. Das ist sicher nicht leicht, aber wir sind dir sehr dankbar. Vergiss das bloß nicht. Nein, das vergesse ich nicht. So, genau. Danke, Sam Porter Bridges, dein Partner Jay. Ja, was? Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Na denn. Aber dich kenne ich. Du bist Sam. Und ich bin nicht Sam. Sam, Bam Bam. Mann, Manu, du hast den Chip. So viel weiß ich. Und irgendwas mit einer Brücke. Sam Porter Bridges. Dieses Bridges hat mit den Daten auf dem Chip meine Systeme aktiviert, um mich aufzuwecken, mir Feuer unterm Hintern zu machen. Das hier ist nicht meine Welt, Sam. Was ist meine Welt? Was bin ich? Nicht das hier. If Zen, falls du damit was anfangen kannst. Weißt du, wie sich das anfühlt? Als wäre jemand in mich hineingekrochen, hätte sich in meinen Schädel gesteckt und meine Bytes mit einem Baseballschläger bearbeitet. Meine Erinnerung ist ausgelöscht, kaputt. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht. Ich kann nichts abrufen, aber Gejammer. Macht das auch nicht besser, oder? Suche nach Eigennamen, nennen wir mich Jay. Dieser Buchstabe wird mir immer wieder ausgespuckt. Er tauft in meinen Archiven auf. Jay, Jay, Jay. Das bedeutet etwas, oder? Wie das Wie auf dem Chip. Eine Verbindung nach Hause. Wie zu Hause. Home sweet home. Mi casa es su casa. Ich muss das echte Ich zurückholen, Sam. Ich brauche mehr Daten, ich brauche mehr Chips. Und falls ich denke, dann denke ich, dass du der Einzige hier bist, auf den ich zählen kann, um mir dabei zu helfen. Hilf mir, ich werde dir auch helfen. Ich habe etwas für dich, ich werde dir Wies Gesichtsmuster geben. Sam, du bist ein echter Don Juan, wenn es um Damen geht, oder nicht? Sam Juan, oieiei, ganz schön durcheinander, wer immer das ist. Wenn dir das nicht reicht, dann lege ich noch was drauf. Ich habe ihn gescannt und gesehen, dass der Chip, den du gefunden hast, Daten zu Cyberware-Technologie enthält. Damit habe ich eine Softwareverbesserung für deinen Kompass vorbereitet. Die haben wir ja schon bekommen. Naja, vielleicht nicht ich. Nicht ich alleine. Deine Systeme haben den Großteil übernommen. Als wüssten sie es. Als wüssten sie, wie sie das Beste herausholen können. Keinen Plan, Mann. Ich habe keinen Schimmer, wie der ganze Kram funktioniert. Vielleicht war es einfach so vorherbestimmt. Wie auch immer. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass du unterwegs dein Ziel aus den Augen verlieren könntest. Du kannst jetzt einstellen, dass es jederzeit angezeigt wird. Öffne den Kompassmodus und konzentriere dich auf deine Zielmarkierung, um es auszuprobieren. Das ist also mein Angebot, Sam Porter Bridges. Finde mehr Chips für mich und für dich, Sam. Ich weiß nicht, man weiß ja nie. Wer weiß schon, was dabei vielleicht noch Schönes für dich herausspringt, weißt du? Jay, wer könnte das denn sein aus dem Cyberpunk-Universum? Jay. Ich überlege gerade. Jay. Lass mal überlegen. Johnny vielleicht? Johnny Silverhand? Aber wenn du nicht weißt, wer Johnny Silverhand ist, werf gerne mal einen Blick auf meine Cyberpunk 2077 Playlist. Aber das würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn es Johnny Silverhand ist. Der wäre hier tatsächlich ganz gewaltig falsch. Aber ich habe nichts gegen den Jungen. So, Daten. So, ein neues Interview. Chirale Wolken und Zeitregen. Wieso bilden sich chirale Wolken? Wieso fällt Zeitregen? Und warum kündigt er an, dass GDs auftauchen? Wir werden es schwer haben, diese Fragen zu beantworten. Wie wir nun wissen, sind GDs Wesen, die aus etwas bestehen, das Antimaterie ähnelt. Huch! Ihr erstes Auftauchen fiel mit dem gestrandeten Tod zusammen. Bis zu jenem Punkt nahm man an, dass fast gar keine Antimaterie in unserer Welt existiere. Doch mittlerweile wissen wir, dass wir damit vollkommen falsch lagen. Denn selbst vor dem gestrandeten Tod gab es Antimaterie überall um uns herum. Ich habe eine wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema mit dem Titel über Antimaterie und Wolken entdeckt. Dieser Abhandlung zufolge kann die von Blitzen erzeugte Gammastrahlung zur Entstehung von Positronen führen.
Und tatsächlich lassen sich innerhalb normaler Regenwolken Antiteilchen nachweisen. Der Vorgang, der sie entstehen lässt, wird nicht vollständig entschlüsselt. Aber schon die Existenz dieses Phänomens legt eine interessante Hypothese nahe. Chirale Wolken enthalten Chiralium, richtig? Und was würde passieren, wenn Gammastrahlung auf sie dieselbe Wirkung wie auf normale Wolken hätte? Könnte von Gammastrahlung angeregtes Chiralium winzige Raumzeitverzerrungen verstärken und irgendwie die Fugen lockern, die uns mit unseren Stränden verbinden? Und wenn ja, könnte dann die gesamte Region unterhalb der Wolken eine stärkere Verbindung zum Strand bekommen, wenn das angeregte Chiralium sich mit Zeitregen vermischt und über dem Boden niedergeht? Das könnte erklären, warum GDs in Gebieten auftauchen, die anfällig für Zeitregen sind. Und wenn die Antimaterie, von der wir zuvor dachten, sie würde auf der Erde noch nicht einmal in messbaren Mengen vorkommen, tatsächlich bei so alltäglichen Phänomenen wie den Wolken über uns eine Rolle spielen sollte, würde dann nicht die Theorie glaubwürdig erscheinen, dass GDs, Strände, die Welt der Toten, all diese Dinge bereits lange vor dem gestrandeten Tod existiert haben? Ist das ein zu großer gedanklicher Sprung? Vielleicht. Ich leugne nicht, dass sich unsere Welt verändert hat. Drastisch und unwiderruflich. Aber könnte der gestrandete Tod nicht bloß das Donnergrollen gewesen sein, das uns diese große Veränderung bewusst gemacht hat und nicht die Veränderung an sich? Ich denke, ich muss diese Fragestellung tatsächlich erstmal sacken lassen. Und zwar bis zur nächsten Folge von Death Stranding im Director's Cut. Genau. Denk in Ruhe drüber nach. Ruh dich ein bisschen aus. Sam Porter Bridges. Wir sehen uns dann in der kommenden Folge wieder. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, wollte ich sagen. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.